Könnt ihr euch was bitte anziehen? Stört dich unser Hintern? Dieses Freizügige können die gerne zu Hause machen. David hat irgendwie Selbstkontrollprobleme. Der Po-Skandal. Falscher 50er. Das ist schon krass, wie du das machst. Es gibt sehr viele, die anders sind im Fernsehen, als sie in echt sind. Und mir geht's echt beschissen. Willkommen zu Tag 11 vom Dschungelcamp 2024. Auf was für eine Art Frau stehst du eigentlich? Ich habe keinen speziellen Typen. Dieser optische spielt da natürlich im ersten Eindruck immer bei jedem eine Rolle. Mhm. Also das ist einfach die Ausstrahlung. Also Single-Leben findest du gut? Ich verschließe mich jetzt auch von nichts. Aber woran ich eigentlich den Glauben schon fast verloren habe, dass man für immer zusammen sein kann, so heutzutage. Weil die immer irre werden irgendwann alle? Es liegt ja nicht an einer Person, es liegt ja immer an zwei. Mhm. Aber ich werde gerne des Besseren belehrt und bin gerne mit jemandem für immer zusammen. So. Single-Leben ist schon top, er kann sich aber auch was anderes vorstellen, der gute Mike. Wobei er halt nach der Zeit mit Kim mehr Vertrauensprobleme haben wird als australische Flughafenangestellte bei Martin Semmelrogge. Aber an die richtig große Liebe glaubt er nicht. Das liegt nicht an den Frauen. Sobald Mike halt mit Gigi Party macht, vergisst er schneller, dass er eine Freundin hat als Heinz Hönig den Namen seiner Mitcamper. Er selber sagt ja von sich, dass er als Bad Boy rüberkommt. Ich kann das ein bisschen bestätigen. Er ist eigentlich richtig zerbrechlich. Und wolltest du wirklich Papa werden oder ist es einfach so? Hey, ich halte dich fest. Zusammengekommen und dann war sie halt direkt schwanger. Crazy, und dann hat man einfach ein Kind. Ja, aber es ist das Schönste, was passieren kann auf dieser Welt. Ich schwör's dir. Habt ihr denn verhütet? Von ihrer Seite her. Aber nur Pille ist ja nicht ultra safe, ne? Rollenbild Bad Boy oder wie Philipp Amthor sagen würde, ein Anzug ohne passende Krawattennadel. Die Pille allein war nicht gut genug, vor allem wenn sie halt auch nicht richtig eingenommen wird. Ist das tatsächlich genauso wie die Altersabfrage von Knickknack-Seiten? Eine absolut unsichere Vorsichtsmaßnahme. Ja, ich liebe die mehr als mein eigenes Leben. Ja, aber stell mal vor, ich hätte jetzt ein Kind. Warum nicht? Ich bin ja selber total durchgeknallt. Aber du wächst halt damit. Und du kommst ja nicht auf die Welt und weißt genau, wie alles richtig funktioniert als Vater. Mhm. Guck mal, ich bin auch erst einmal Vater in meinem Leben und so. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Du warst so schlecht, oh mein Gott, alles falsch. Ich weiß nur, dass ich immer mein Bestes gegeben habe und versucht habe, immer da zu sein. Man wächst mit seinen Aufgaben. Der Heinz zum Beispiel hat fast die größte schauspielerische Herausforderung seiner Karriere erreicht. Und er ist jetzt vom sedierten Faultier kaum noch zu unterscheiden. Und mal ganz ernsthaft, ich stimme Mike komplett zu. Woher willst du denn auch genau wissen, was als Elternteil auf dich zukommt? Es geht darum, dass man sein Bestes gibt und genau auch daran lernt. Und da, finde ich, hat er vollkommen recht. In den ersten zwei Jahren war ich halt da und da konnte ich es halt schon einigermaßen lernen, halt die ersten zwei Jahre so. Und jetzt die letzten Jahre ist halt, dass ich halt die Rolle nicht mehr richtig weiterlernen konnte, weißt du? Aber du kannst sie sehen, wann immer du willst. Die Mutter von meiner Tochter und ich, wir haben halt sehr großen Rosenkrieg gehabt in der Öffentlichkeit. Oh, really? Jahrelang, ja. Deswegen ist das auch so, dass ich alles, was irgendwie passiert ist in unserer Vergangenheit, einfach alles an der Seite tun möchte. Also keiner ist perfekt, jeder macht Fehler. Ich will auch noch gerne mehr Kinder haben. Bei den Worten hat Kim sofort ihre Pille in den Teich geworfen und macht natürlich mit den Gummis hier im Camp genau das, was sie auch mit den Nerven von uns Zuschauern macht. So lange strapazieren, bis sie reißen. Ich finde es richtig schön, wie Mike über seine Tochter spricht und wie er sie liebt und dass sie alles für ihn ist. Boah, bei meinen Eltern war das auch richtig krass, als sie sich geschieden haben. Wie alt warst du da? 5. Ja. Ich weiß noch genau, wie die sich damals angeschrien haben am Tisch. Das ist schon scheiße. Aber hattest du dann Kontakt zu deinem Papa? Ich hatte jahrelang nicht so guten Kontakt zum Papa. Mhm. Also ich hatte auch irgendwann das Gefühl, dass Papa mich nicht so versteht. Klar, der hat sich jetzt auch gewünscht, dass ich Handballprofi werde oder not with me. Als ich das erste Mal mit lackierten Nägeln aus dem Auto ausgestiegen bin und mein Papa das gesehen hat, war auch so, ja, haben dann gemerkt, ne, musste er erstmal verstehen. Tims Papa hatte andere Erwartungen, gibt sich aber Mühe. Das ist natürlich toll, weil man dazu schon auch sagen muss, dass es auch eine ganze Weile dauert, bis man 100 Insta-Stories am Tag so durch hat. Und ich finde auch, es ist völlig okay, wenn Leute erstmal Berührungsängste haben oder dann irgendwie was vielleicht nicht kennen. Ganz viele meiner früheren Kumpels hatten erstmal auch so ein bisschen ein Problem mit meinem Lebensstil, weil es ungewohnt war und sie das so nicht kannten. Inzwischen ist das alles wieder okay. Und ganz ehrlich, die Zeit muss man den Leuten auch geben. Welches Recht habe ich denn, anderen Menschen zu sagen, so wie ich lebe, das ist für dich richtig und das muss für dich auch okay sein. Und deswegen ist es doch so schön, wie Tim sagt, er probiert das zu verstehen und gibt sich Mühe. Ist doch super. Wenn er so erzählt, dann habe ich eher so das Gefühl, er ist Tim und nicht 24 Tim. Ich persönlich mag das viel mehr, wenn jemand deine echte Geschichte erzählt und auch das, was es mit einem selber macht, als jetzt irgendwie nur sowas Aufgesetztes und so ein bisschen überdreht. Gerade in den letzten
letzten Jahren habe ich nochmal so das Gefühl gehabt, dass mein Papa sich echt Mühe gegeben hat, mich zu verstehen. So, deswegen. Das ist cool, finde ich super. So. Du bist so, wie du bist, und so wie du bist, bist du gut. Danke. Du bist perfekt. Aber wenn du Papa bist, bist du Papa. So. Schon eine verrückte Zeit hier. Ja, ja, crazy. Du befasst dich halt auch viel mit dir selber, so mit deinem Leben. Und so. Boah, volle Suppe. Ja, ja. Einer der größten Machos im Reality-TV, und dazu gehört Mike Heiter definitiv, steht dafür ein, dass es genau darum geht, dass man selber glücklich ist. Tim erzählt von lackierten Fingernägeln und wie das mit seinem Papa ist. Und Mike reagiert da so, so cool. Und ganz ehrlich, ich finde, das zeigt einfach, man muss nicht woke oder keine Ahnung, was weiß ich was sein. Nee, es geht darum, dass man offen ist, dass man einfach ein Herz hat. Mehr ist es nicht. Das macht ja auch Spaß, ne? Den anderen mal genau zu beobachten. Das machen wir ein bisschen Mindmorphing. Ist lustig. Mindmorphing ist in meinem Gehirn entstanden. Pass auf. Und jetzt sucht sich jeder jemanden aus. Ja? Und anhand der Gestiken, Mimiken etc. Was für ein Tier wäre er? Aber jetzt wissen wir ja auch endlich alle, was Felix tut, wenn er so auf seinem Bett sitzt. Den Blick legt der Felix übrigens immer dann auf, wenn er erfährt, dass es in Grevesmühlen überhaupt keinen Bedarf an Piraten nach Vorstellungsende gibt. Fabio ist für mich, von seiner Größe her, von seiner Statur, ein Seelöwe. Ich schwöre, ich hätte dasselbe gerade gesagt. Ja? Ist lustig, klatscht in die Hände. Mindmorphing ist übrigens auch der offizielle Begriff für die Hirnschmelze nach Felix Kochtipps. Also, ja Freunde, es ist in Felix Gehirn entstanden. Ja, ja. Toll, dass da überhaupt noch Platz ist, weil da sind ja auch seine großen Pläne für eine wirkliche Schauspielkarriere drin und die Erinnerungen, wie er damals den Hänsler geschlagen hat, wie er gesagt hat. Anja. Anja. Für mich bist du so ein Leguan. Ja, ein Leguan auf so einem Ast drauf. Kann man es auch einfach sein lassen? Du bist für mich eine Kobra. Eine Kobra? Du bist für mich eine Schlange. Echt? Bin ich ja. So hinterhältig? Nein, du hast vom Look her was sehr Antikes. Wenn der Beauty-Doktor Jamila Rowe mal wieder ein neues Facelifting verkaufen wollte, sie aber eigentlich nichts an sich machen lassen wollte. Und Anias Spirit Animal steht natürlich schon längst fest, es ist das Krokodil wegen der Tränen. Und dann aber auch mit der Zunge, wie das bei der Schlange rauskommt. Eine Blindschleiche. Ich hab's hier auch nicht leicht. Ja, Kim, du bist für mich so eine Elster. Was ist das denn? Eine Elster, die geht immer dahin, wo es funkelt und ist direkt da und klaut. Wow. Definitiv ist, glaube ich, auch immer so eine kleine Kritik mit dahinter. Kim die Elster, die jemand Diebisches, das Glänzendes klaut und nicht mehr hergibt. Ja, das erklärt natürlich sofort, warum sie so auf Mike steht, bei den blitzenden Zähnen. Es geht hier sofort weiter, lasst aber direkt schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr keinen Trash mehr. Danke und weiter geht's. Was bin ich denn? So ein Wildschwein. Na, das ist, da bin ich Pumba? Nein, du bist eher ein Timon. Ja, Nager halt, ne? Gucken, 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 was passiert wo, da möchte ich natürlich auch gerne hin. Und ich sehe mich, also wenn ich überlegen würde, so wie ich mich ja kenne, weil ich ja auch manchmal, ich ziehe mich zurück, habe trotzdem alles so ein bisschen immer im Blick. Ich sehe mich so als Wolf. Ich finde das eine ganz, ganz nette Abwechslung. Tatsächlich wusste ich gar nicht, dass Wölfe so an Selbstüberschätzung leiden. Oh Mann, ey. Alle anderen teilen sich gegenseitig die Tiere zu, aber Felix hat natürlich eine eigene Zuordnung. Es ist natürlich der Wolf, Spitze der Nahrungskette. Ganz vielleicht hat er es aber auch einfach nur verwechselt, und zwar mit einem Golf. Ein Massenprodukt, das nicht wirklich weiter auffällt und bei dem keiner ein zweites Mal hinguckt. Hattest du eigentlich mal so ein Vorbild, Heinz? Ein Lehrer kann ja auch ein Vorbild sein, dein Mathelehrer. Absolut, oder? Lehrer Meier, klar. Hieß der Herr Meier? Ende Banane. Ich habe irgendwann mal Mist gebaut oder keine Ahnung, was ich gemacht habe. Tagelang sogar, glaube ich, ein, zwei Wochen hat man mich nicht drangenommen. Und der Heinzi wurde nicht drangenommen. Das hat wehgetan. Mich haben sie mal abgeholt, auch im Schullandheim, weil ich verbotenerweise Schwarztee getrunken habe. Purer Verrat. In großen Mengen. Tagelang hat man den armen Heinz nicht drangenommen. Bei Heinz ein Grund zur Traurigkeit. Bei Kim Normalzustand. Gut, wie soll es auch gehen? Sie war sehr selten im Unterricht. Fabio möchte wissen, ob der Heinz ein Vorbild hatte. Na, hatte er. Und seinem großen Vorbild hat er auch die größte Ehre erwiesen, die überhaupt möglich ist. Heinz hat sich den Namen gemerkt. Aber Heinz, sagst du so, das Boot war das Beste so für dich? Erfolg hat mich nie interessiert. Mich hat mir die Arbeit interessiert. Also Geld war nie mein Thema.
Mann, ich hab auch Jobs nebenbei gemacht, um die Schauspielerei zu machen. Mein Gott, 180 Filme gedreht. Ich sag immer, du musst es in den Eiern haben, ansonsten bleibst du auch. Der Heinz ist doch gar nicht so viel anders hier als seine Mitbewohner. Aber für Sarah war zum Beispiel Geld ja auch nie ein Thema. Wären auch ein bisschen anders. Ey, über 180 Filme hat er gedreht, das ist schon krass. Oder wie Michaela Schäfer sagen würde, ein guter Donnerstagabend vor der Webcam. Also 180 Filme und erst ein Reality-TV-Format. Oder wie Ania sagen würde, weißt du, ob ich weniger Angst als Heinz habe? Ich wäre fein damit, wenn ich morgen gehe. Warum? Was belastet dich? Die Langeweile. Aber nutz doch die Möglichkeit, um so über dein Leben nachzudenken. Familie. Habe ich schon. Ich habe einfach nur Angst, dass ich wie meine Mutter werde. Also wir wissen ja alle, Ania ist schon rausgeflogen. Wir sehen aber natürlich gerade die Tageszusammenfassung bis zu ihrem Rauswurf. Deswegen sehen wir hier sie noch, die sehr auffälligen und vor allem präsenten Kandidatinnen Ania und Sarah sind ja eigentlich schon raus. Oder wie die anderen Bewohner sagen, warum genau haben wir hier eigentlich 12 Schlafplätze? Ja, aber du hast ja ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, ne? Die haben sich ja scheiden lassen, so mit 12, 13. Und dann war meine Mutter so süß, dass sie gesagt hat, okay, ich lasse dir das ganze Geld, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich kann das nicht mehr. Und bin dann halt zu meinem Vater zurück, so für ein Jährchen, und habe mit 15 wirklich das gesamte Haus geputzt. Und ich wollte ihm einfach beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und einmal hatte ich einen Bus verpasst und war 5 Minuten zu spät und dann musste ich in meinem Garten schlafen. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache halt wieder einen Abflug zu meiner Mutter so. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, verlass mich wie deine Mutter. Kim hat erzählt, ihr Papa hat sie rausgeworfen und ausgesperrt und Ania so, meine Mama hat einen Buckel und hat echt kein schönes Lächeln. Finde den Fehler. Kim hatte kein einfaches Leben und gerade auch, wenn man die Geschichte mit ihrem Papa hört, das prägt natürlich. Klar, wenn du so auf Ablehnung stößt, dann macht das natürlich was mit einem. Egal, was man erfahren hat, das ist keine Rechtfertigung und vor allem natürlich auch überhaupt keine Entschuldigung dafür, wie man mit seinem Umfeld umgeht. Niemals dürfen andere Menschen darunter leiden, was man selber durchgemacht hat. Das kann man vielleicht nicht immer steuern, aber wenn das der Fall ist, dann muss man sich einfach Hilfe holen. Und dann wusste ich, okay, er lässt einfach gerade alles und jeden Frust und alles Böse an mir aus. Am nächsten Tag hat er einfach meine Sachen in Müllsäcke gepackt und in den Garten geschmissen. Oh mein Gott. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich habe dann allein gewohnt und ich war der glücklichste Mensch. Ich saß in meiner Einzimmerwohnung mit den Müllsäcken um mich umzingelt. Ich weiß nicht, ob mein Vater das sieht oder ob er einfach direkt den Fernseher ausschaltet, wenn er mich sieht. In einer Einzimmerwohnung umgeben von Müllsäcken oder wie es bei Reiseveranstaltern heißt, landestypisch eingerichtet. Nein, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass sie mal mit Menderes in einer WG gelebt hat. Kim hatte uns doch im Dschungelcamp erzählt, dass ihr Papa gewalttätig war. Und seit diesem Vorfall hier hatte sie jetzt keinen Kontakt mehr zu ihrem Papa. Das heißt, das muss davor gewesen sein. Und sie ist trotzdem freiwillig zu ihrem Papa zurückgegangen. Weiß da jemand von euch mehr? Weil zu der Person zurückgehen, die dich irgendwie so mies behandelt hat, tatsächlich irgendwie total krass. Und wie heißt das? Sidekick. Sidekick. Aber du bist schon gut, gell? Uppercut von unten, gell? Ja. Braucht mir das nicht antun. Könnt ihr euch was bitte anziehen? Ich guck immer dahin, wenn ihr da steht. Ich bin richtig schockiert. Ich find's einfach nicht passend fürs Camp. Es ist keine Dating-App hier. Dieses Freizügige können die gerne zu Hause machen. Stört dich unser Hintern? Ja, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige. Als er das gesagt hat, habe ich mich ehrlich gesagt unwohl gefühlt. Das heißt ja für mich, dass er nicht anders kann und sich zurückhalten muss, auf meinen Arsch zu schauen, obwohl ich eigentlich nur mein Leben lebe. Guck mal hier, ne? Fabio gibt gerade Leila hier ein bisschen Nachhilfe in Sachen Selbstverteidigung. Nicht nur aus Spaß. Leila hat dem Fabio erzählt, dass sie bald zusammen mit Ronald Schill in einem Format sein wird. Alles klar, David guckt sich die Frauen an und erhofft sich göttlichen Beistand. Wie wirklich jeder Bachelor, wenn er sich nach der dritten Dame schon keinen Namen mehr merken kann. Ich zieh mir gleich eine Hose an. Das wäre lieb. Mach ich. Aber zieh dann oben das Shirt aus. Lass die Hose anmachen. Frauen dürfen natürlich entscheiden, was sie tragen. Wo ist dein Problem? Hast jetzt Angst, dass du fremd gehst? Komm, was soll ich jetzt diskutieren? Wir hatten genug Drama hier. Ist dir nicht heiß mit Hose? Ja doch, aber was soll ich machen? Ich wusste gerade gar nicht, was ich sagen soll. Nee, eigentlich geht's echt nicht. David hat irgendwie Selbstkontrollprobleme. Ich finde, eine Frau sollte tun und lassen, was sie möchte und sein, was sie möchte. Lieber eine Hose anziehen, als zu lange diskutieren. Nach dem gleichen Motto handelt auch Claudia Obert, wenn sie morgens im Bademantel zum Frühshoppen geht. Da gucken die anderen jetzt aber auch nicht schlecht nach Davids Bitte. Und ja, natürlich darf er seine Empfinden äußern, wenn sie ihn stört. Auf der anderen Seite ist es aber schon seltsam, dass er da so krass reagiert. Du hast so direkt so gesagt, ah, stört sich das, okay, ich zieh mir Hose. Ich dachte so, ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber scheiß drauf. So im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt,
hätte man sich da auf jeden Fall schon mehr einsetzen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich jetzt in so einer Situation gewesen, also auch wenn ich das jetzt von hier anders beurteile, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das vielleicht ähnlich gemacht hätte, allein weil ich einfach will, dass es einem Menschen irgendwie in der Umgebung nicht schlecht geht. Aber Kim hat natürlich recht. Warum? David findet also, er ist hier von zu vielen Ärschen umgeben. Und er braucht halt nicht die ganze Zeit auch noch den von Kim und Layla vor der Nase zu haben. Ein Mann hat absolut nicht zu entscheiden, was die Frau zu tragen hat. Das weiß doch jeder. Was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf. Und hier kommt das Urteil unserer Fachjury. Bist du doof? Vielleicht fällt mir nach der Dusche mal das Handtuch komplett runter. Ich glaube, da fliegt er rückwärts vom Holzhocker runter. Ich denke, dass die es verstanden haben. Er will nicht, dass die Frauen hier die ganze Zeit in einem Tanga rumlaufen. Pech für Ania, weil genau in dem gleichen Outfit wollte sie ihn ihr eigentlich begrüßen, wenn er dann irgendwann aus dem Camp rauskommt. Das weiß doch jeder. Was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf. Oder wie es auch heißt, wie verspiele ich mir Sympathien mit nur einem Satz? Korb kommt. 3, 2, 1. Das ist richtig schwer, ne? Boah, das ist ein Riesending. Ja. Ein ganzes Opossum. Und da ist bestimmt noch der Schwanz dran. Ja, ja. So, Layla und ich wollen den Schwanz. Ja, ja, normal. Ist mehr so ein Gummifleisch mit Geschmack. Ich konnte das nicht essen. Mein einer Hund sieht ein bisschen wie Opossum aus. Ich nenne ihn auch immer Opossum. Hat Mike gerade ganz leise Danke gesagt, nachdem Lucy meinte, das wäre aber ein Riesending. Ja, ist voll bis oben hin. Ist übrigens der erste Satz, den man hört, wenn Till Schweiger morgens ans Set kommt. Du lebst auch diese Creme, ne? Ey, ohne diese Creme dreh ich ja durch. Soll ich dir mal meinen Arsch zeigen? Ach du Scheiße. Also das ist Hard Level, ne? Das tut auch so weh und ist richtig heiß. Bleiben Boah, Sie. Das brennt. Ja, ich weiß, es muss brennen. Die Strafe von David. Warum? Weil du deinen Hintern nicht mehr so raushängen lässt. Ach, stimmt. Was stinkt hier so? Ja, das Handtuch von mir. Du riechst schlimmer. Nein. Doch, das bist du. Immer hier alles drin, sogar mein Deo. Ja, das sollst du vielleicht mal benutzen. Boah, aber ist schon hart. Mensch, der arme David, mit nur sehr, sehr viel Mühe kann er seine Gedanken in eine andere Richtung lenken. Und er wünscht sich jetzt natürlich insgeheim, dass der Tausendfüße ihn doch an einer anderen Stelle gestochen hätte. Alles ist rot und brennt. Ein Glück kommt das gerade von Layla und nicht von Claudia Effenberg. Bei Claudia hätten wir nämlich nachfragen müssen, ob das die Nachwirkungen von den Stichen sind oder doch von ihrer letzten Nacht im P1 vor dem Antritt ins Dschungelcamp. Und das Camp muss verlassen. Anja. Ich hoffe, es hält. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, ist doch nicht vorbei. Nein. Zwinker, zwinker. Ich glaube, der Grund dafür, dass ich rausgeflogen bin, lag daran, dass ich, glaube ich, noch zu wenig von mir gezeigt habe. Nach vielen, vielen Tränen aus der Sendung rausgehen und das Bedürfnis haben, sich zu duschen. Das ist ja bei GNTM eigentlich genauso. Ja, Anja hat viel zu wenig von sich gezeigt. Natürlich. Sie hat also so eine realistische Einordnung der Lage, wie GNTM ein realistisches Abbild der Modelszene. Ich realisiere es noch nicht so ganz, dass ich jetzt bald wieder in der Realität ankomme. Ich würde es auch noch mal machen, wenn ich könnte. Ananas! Das heißt Bohnen und Reis. Ich bin immer noch eine Einzelkämpferin und ich werde auch weiterhin so durchs Leben gehen. Alle anderen, die ausscheiden, werden eigentlich von der Begleitperson in Empfang genommen. Bei Anja ist es eine Ananas. Aus Gründen. Dann wird wahrscheinlich auf Fabio ein blank poliertes Staubsaugerrohr warten. Heute habe ich Bock auf eine Essens-Challenge. Oder so Maden, Würmer, Skorpionen. Mal probieren, wie das schmeckt. Wir müssen aber auch nicht ins Wasser, ne? Das mag ich nicht. Mike, Heinz, Fabio. Gut. 9 Sterne, 9 von 9 heute. 9 von 9. Wieso nicht 10? Ja, nur noch 9. Ja, genau. Das ist Heinz' erste Prüfung. 9 Sterne wären natürlich scheiße. Da könnte man sagen, wir haben den Heinz dabei, dann schieben wir es einfach auf ihn, sagen wir, es lag aber ein. Der Fabio, ey. What? Heinz bei einer Dschungelprüfung? Das ist auf jeden Fall ein seltener Moment, den sich Fernsehkonnoisseure auf jeden Fall archivieren werden. Zusammen mit dieser einen Sekunde damals von The Masked Singer, als die Kamera auf Ruth Moschner gerichtet war und sie mal nichts gesagt hat. Sagen wir mal so, es wird jetzt auf jeden Fall schmackhaft. Die Dschungelprüfung, natürlich präsentiert von Simon Mobile. Die rutscht rein, warte. Ihr entscheidet, wer welche Portion isst. Genau, der ich Kleine. Esse eine Kugel. Eine Kugel, super. Fabio, 3. 3. Und ich 2. 2. Okay. Love Island. Tolle Wahl, Heinz. Super. Guck dir den rein damit. Alles rein. Es geht runter. Nein, Maschine. Maschine. Ekelprüfung an der Eistheke.
kennt jeder, der mal an einer Autobahnraststätte ein Magnum kaufen wollte. Ja, der Heinz hat vielleicht einen Stern geholt, aber der Felix, der hat mal an den Sternen des Hollywood Walk of Fame gewohnt. Ich nehme Aprikotze und Speidelbeer. Fermentierte Pflaumen und Bohnen. Das jetzt und ein tausendjähriges Ei. Oh, okay. Damit können wir ihn jetzt auch nicht verfügen. Aber das ist so grob. So gut hat das nicht ausgeschaut. Nein, das hat nicht wirklich gut ausgeschaut. Leck mir mal. Ja. Und das soll ich jetzt essen? Wirklich widerlich. Also Was Ende. Passiert? Mike findet das mit dem Essen eigentlich gar nicht so eklig, aber er musste leider im genau falschen Moment dran denken, an welchen TV-Formaten er vorher schon für Geld mitgemacht hat. Die größte Herausforderung ist natürlich nicht, dass er es irgendwie nicht schaffen kann, sondern natürlich, dass das Blau seine falschen Zähne verfärbt. Du sagst gleich, Trinkgeld gebe ich keins, gell? Hühnerfüße, Entenfüße und Ziegenhufe. Und Stierhoden. Und Kamelanus. Dann wollen wir mal, warte mal einen Knopf schnell auf. Wow, Respekt, man. Dem sollte man einen Oscar verleihen. 2:30. Da könnte man denken, der isst einfach wirkliches Eis. Da passiert ja gar nichts. Fast genüsslich, wie er da speist. Ah, hier ist das drauf. 30 Sekunden noch. Komm rein damit und kauen, 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 runter, runter, runter. Was riecht bis hier? Also ein Gericht mit einer komischen Konsistenz, was auch noch ziemlich eklig schmeckt. Die drei wussten überhaupt nicht, dass Felix jetzt auch noch für die Dschungelprüfungen kocht. Ihr bekommt jetzt nämlich jeder einen leckeren Shakey. Ich weiß gar nicht, aus was er so ist. Mäuseschwänze also haben wir. Nicht, dass du dir das halbe Glas schnappst, gell? Das ist für Heinz. Aber ihr zwei dürft. Guck mal, der Heinz, viel mehr, Sie holen bei einer Essensprüfung einfach 7 von 9 Sternen. 7 von 9 ist übrigens auch der Schnitt an Leuten, die Kim bereits als respektlos bezeichnet hat. Nur noch bis Samstag gibt es die Chance auf das Google Pixel 8 Pro, einen RTL Plus Gutschein über 150 Euro. Und das Goodiebag von Simon Mobile, das gibt es übrigens auch für die Nächstplatzierten. Ihr müsst einfach nur erraten, wie viele Sterne sie bis zum Ende der Staffel sammeln. Und dann gehören die Knallerpreise vielleicht euch. Also, ein Waschbär-Mochi, das Maskottchen von Simon Mobile und die Anzahl der Sterne in die Kommentare posten. Mehr ist es nicht. Die Toilette, die ist hardcore. Oh nee, Tim, da ist eine Spinne. Ehrlich? Ja, wenn Aber die mir an die Murmel hüpft. Ich kann nicht scheißen, da liegt Spinne neben mir. So, ich schalte das halt gestern Abend schon ein. Das ist schlecht. Dann wirf was. Oder kommst du mit mir scheißen? Ja, ich komm mit. Da passiert nichts. Oh Gott, die beobachtet mich. Nein. Du lachst, ich mach sowas gerne. Ey. Ich gehe auch in Deutschland immer mit meinen Freundinnen zusammen kacken. Also ist echt geil, weil ich habe die Badewanne direkt neben dem Klo. Das heißt, ich sitze auf der Schüssel, rechts neben mir ist sie da in der Badewanne am Chillen. Mega geil. Ich finde auch, wenn du Unterstützung hast beim Kacken, kommt alles viel schneller raus. Ja, ist so. Ja, voll. Ja gut, eine begleitete Darmentleerung hilft. Oder wie es auch heißt, Mittagstisch bei Nordsee. Okay, alles klar, da bin ich raus. Es gibt Sachen, die werde ich nie verstehen. Ich finde es irgendwie schon unangenehm, am Pissoir zu stehen und wenn irgendwie viele Leute neben einem stehen, weiß ich auch nicht. Aber gut, ne, Tim hat seine Berufung gefunden. Er hilft beim Erleichtern, zum Beispiel dabei, Teenies um ihr Taschengeld zu erleichtern. Du hast dann gemeint, dass du dich wohler fühlst, wenn wir so Hosen und so anziehen. Woran liegt das bei dir, dass du das nicht so magst? Ich denke, dass wir nicht in der Dating-Show sind, wir sind im Dschungelcamp und wir haben Klamotten bekommen und dann sollte man sich die auch anziehen. Ja, zum Beispiel auch viele Männer, die jetzt oberkörperfrei mal rumgelaufen sind oder... Genau, aber aus rechtlichen Gründen kann ich dazu leider gerade keine Aussagen treffen. Ohne Hose. Und eigentlich ist ja schon so, dass eine Frau auch eigentlich fragen kann, was sie will, weißt du? Hat ja nichts mit dem Dating-Format zu tun, wenn eine Frau jetzt hier sagt, mir ist heiß und ich möchte gerne ein Bikini-Unterteil anlassen, anstatt eine Hose drüber zu ziehen. Es geht ja nur darum, wenn es jetzt mal 10 Minuten sein sollten, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber bei euch war es schon extrem lang. Wir sind an Tag 11 und das ist das zweite Mal, dass ich Kim zustimmen muss. Das erste Mal war, als sie sagte, ich bin Kim Virginia. David sagt, sie sollen bitte alle Klamotten nutzen, die ihnen mitgegeben wurden. Da ist Davids Ansicht, genauso wie meine Einstellung bei diesen kleinen Obstsaftfläschchen oder Keksen in irgendeinem Workshop-Raum oder so. Alle, wirklich alle Ressourcen müssen ausgeschöpft werden. Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der das möchte. Mich stört es auch, aber ich habe es jetzt nicht angesprochen. Es muss nicht nonstop sein, dass sie ihren Hintern in die Kamera halten. Musst halt immer die ganze Zeit so machen, weil ich halt dein Po die ganze Zeit gesehen habe. Ich hatte ja damals einen Freund gehabt, wenn ich eine Jeans anhatte und das T-Shirt nicht komplett über meinen Po ging,
kam jede Beleidigung der Welt. Ja, und irgendwann hat es mir so eingetrichtert, dass ich wirklich nur noch in Oversize-Sachen oder Sonstiges rumgerannt bin. Und ich glaube, deswegen bin ich auch erst recht so empfindlich bei dem Thema. Das ist ja keine Dating-Show. Wahrscheinlich ist David einfach noch so verstört von der Nachtwache mit Ania, dass er das hier ständig betonen muss. Ich zieh eine kurze Hose an oder wie auch immer. Es ist ja auch angenehmer für uns alle. Er sagt auf einmal, alle denken so. Das würde ich jetzt halt auf gar keinen Fall unterschreiben. Ich versuche immer Verständnis für beiden Seiten zu haben. Dennoch würde ich mir nie vornehmen, jemandem vorzusagen, was er zu tragen hat. David läuft auch oben ohne. Also jeder kann anziehen und machen und tun und lassen, was er will. Und dass er dann anspricht, so ey, ich find's nicht ganz so cool, die ganze Zeit so in eure Apfelpopöchen zu schauen. Ich find's eigentlich eher stark. Wenn hier wieder schöne Sonnenstrahlen sind, dann ist wieder der Beachclub eröffnet. Ja, ich probiere gerade, mich so in ihn reinzuversetzen. Was könnte das Problem sein? Na, unter anderem ist ihm tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, dass Cora ausgezogen ist. Er kann halt nicht das ganze Camp sehen, weil immer irgendein Arsch vor ihm ist. Was Lucy sagt, ist natürlich genau richtig. Einfach mal probieren, beide Seiten zu verstehen. Und trotzdem fühlt sich Kim auf den Schlips getreten. Normalerweise wird sie nur darum gebeten, dass sie sich die Hose wieder anzieht, kurz bevor die Ehefrauen wiederkommen. Hast du noch wirklich Schmerzen? Ja. Ich finde, dass da auf jeden Fall schon eine Anziehung ist, was Mike betrifft. Ich würde jetzt auch nicht jeden massieren. Hast du Bock? Ja, ist ein Hottie. Kann man ein bisschen rumkneten. Krass, du kannst halt aber, ne? Weiß ich nicht. Also, wenn es angenehmer ist, kannst du natürlich auch auf mich draufsetzen. Ja, schon. Aber dann gibt es, glaube ich, echt Ärger. Oder ist egal. Okay. Du hast auf jeden Fall schon Power in deine Hände, ne? Deine Bewegungen sind auf jeden Fall flüssig. Ich habe so richtig schöne Metzger-Griffelchen. So kleine, dicke Wurstfinger. Und mit denen kann ich ordentlich zupacken. Ran an die Wurst, sag ich immer. Ich sag immer ran an die Wurst. Nein, Kim, es ist nicht so, wie es aussieht. Beruhig dich jetzt mal. Mach dann so, okay? Ah, habt ihr gesehen? Mike hat sich das Shirt ausgezogen. David hat sich vorgenommen, mit ihm später ein paar Rosenkränze zu beten und höhere Mächte um Vergebung zu bitten. Guck mal, Leila spielt es jetzt hier runter, aber wir wissen ja genau, dass sie bereits Massagen geübt hat. Also in vergangenen Formaten hat sie ja bewiesen, dass sie kräftig zulangen kann. Ja, ja. Warum mache ich das bei dir? Okay. Eieiei. Honey. Das ist doch... Ja, aber so macht man nicht. Gerade nachdem wir das Thema hatten. Ja, das aber ist einfach respektlos. Schatz. Ich sag dazu nichts mehr, aber es ist respektlos. Wenn es ein Thema gibt, worüber ich wirklich gar nicht mehr reden möchte... Aber muss jeder selber wissen, wie er hier rüberkommen möchte. Streng genommen ist es auch nur eine Massage. Auch ich habe da gar nicht hingeguckt, ob es da jetzt böse Blicke gab oder irgendwas. Meine allerbeste Freundin Kim Virginia fand es natürlich wieder nicht so lustig. Die hat jetzt wieder schlechte Laune. Ach, naja, also sagen wir es mal so. Leila und Mike geben sich jetzt hier aber auch nicht besonders viel Mühe, irgendwie diesen Konflikt komplett aus der Welt zu schaffen. Sie sind quasi eher die fehlende Hose für David, der explosive Zündstoff. Also das kann man ihnen jetzt auf jeden Fall vorwerfen, dass sie hier provozieren. Allerdings macht natürlich Kim Virginia seit Tag 1 auch nichts anderes. Wir sind hier halt in einem Reality-Format, deswegen, dass da irgendwas zurückkommt, da muss sie sich jetzt auch nicht wundern. Übrigens, Mike hat direkt gefragt, ob er die Schatzsuche mit Leila nochmal wiederholen kann. Ja, nur ohne, dass die Pakete verschwinden können und dass in allen Paketen Kondome sind. Ich kann auch nicht mehr auf diesem Balken sitzen hier. Ja, ich komme gerade so ein bisschen an meine Grenzen. Ja, ich könnte jetzt auch nach Hause, so weißt du? Wenn der Geist und wenn die Seele und wenn der Körper irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, dann muss man halt da wirklich ganz stark drüber nachdenken, dann doch den Schritt zu gehen. Ich bin eigentlich ein sehr, 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 sehr starker Mensch. Ich ziehe vieles durch, aber ich hader die ganze Zeit. Ich merke das. Er hat überhaupt keinen Bock mehr. Endlich weiß er, wie es den Menschen in Grevesmühlen so geht. Felix inszeniert hier seine Nachdenklichkeit. So ähnlich hatte ich das damals tatsächlich auch bei meiner mündlichen Abschlussprüfung versucht. Mir geht's echt beschissen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier Energie herziehen soll, weißt du? Ich glaube, dass du die aus der Familie ziehen könntest. Ich glaube schon, dass sie noch stolzer sein wird, wenn sie sieht, dass du genauso einen Moment überwindest. Ob ich noch die Power habe, hier 100% zu geben. Dass es wirklich schlecht um seine Energie steht, das sieht man allein daran, dass er in den letzten 5 Minuten kein einziges Mal Grevesmühlen oder den Bravo Otto erwähnt hat. Lucy muss bitte ins Finale. Das ist echt eine gute Seele, die Frau. Sie könnte die Gunst der Stunde auch nutzen. Und das machen ja andere. Genau in den Situationen, die Leute so ein bisschen sogar noch zum Auszug zu bewegen, um die Konkurrenz zu eliminieren. Aber nein, sie redet ihm gut zu, hat auch noch einen richtig guten Tipp parat. Für mich auf jeden Fall
Top 3. Glaubst du an spirituelle Sachen, Energien? Ich glaube schon so an Energien. Ich glaube auch sehr an Schwingungen und so Vibes. Mein Körper reagiert zum Beispiel ganz allergisch auf Bad Vibes. Hast du hier eine Person, bei der das so ist? Ja, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Fabio. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass mein Mund geschlossen ist, weil das gehört hier nicht hin. Es gibt Leute, die labern so viel wie ein Föhn. So heiße Luft hier. Was denkt ihr, Fabio? Falls es die Person ist, die ich denke, dann nix so richtig. Es gibt sehr viele, die so ein bisschen anders sind im Fernsehen, als sie in echt sind. Falscher 50er. Ach Leute, Kim Virginia, also das ist schon echt unfassbar, weil es ist natürlich eine völlig haltlose Unterstellung. Kim Virginia weiß aber genau von Aito, dass Fabio richtig gut bei den Leuten ankommt und jetzt probiert sie hier gerade nochmal irgendwie da quer zu schießen. Das ist schon wirklich, wirklich krass. Guck mal, der Tim spürt hier Bad Vibes und Kim probiert natürlich direkt rauszuquetschen, wer das ist. Klar, wenn sich ein explosiver Konflikt und vielleicht ein Verrat hier auftut, dann ist sie natürlich schneller auf der Hut als David im Dessous-Geschäft. Respektlos und so. Mach mal das F und das O weg, dann hast du Abi 04. Horror. Du hast so viel mehr zu erzählen. Aber das bin doch ich. So, aber du hast dein Thema gesagt. Es war einfach, I won ein Format. Und danach hat sie ja mehrere Typen noch gehabt. Also, deswegen. Ich erzählt sie ja selber, ja, wenn ich rauskomme, treffe ich mich erstmal mit dem Ranger. Ich habe hier meinen Surfer-Dude. Vor allem muss ich ja nicht jede Folge um dieses Dreier-Drama handeln. Für mich ist Kim sehr berechnend. Sie hat die Tage abgezählt, wann, wie, was, wo platziert werden muss. Diese Massage von vorhin geht ihr einfach nicht aus dem Kopf. Aber Leute, es gibt einen Menschen, der sich bei diesen Bildern richtig gefreut hat. Bei den vielen Flüchen werden bei Kims Schamanen auf jeden Fall die Kassen so klingeln wie unsere Ohren, wenn Kim wieder irgendwas über Mike erzählt. Ich finde es richtig gut, dass Tim probiert, mal die Kim dazu zu bringen, auch über ein anderes Thema zu sprechen. Allerdings hat die Kim ein Problem, was viele Menschen im Reality-TV haben. Einfach keine spannende Persönlichkeit ohne so einen Partnerkonflikt. Es ist gar kein Problem oder gar nicht schlimm oder verwerflich, dass du auch gerne mal die kleine Bitch bist, ne? die sich fertig macht. Das ist ihre Lebensaufgabe, ja. Weil nur Drama wichtig ist. Und was mir einfach nur wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass du so viel mehr bist, außer deine Implantate. Ja, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass sie das auch mal, jetzt freue ich gleich selbst, weil das wichtig ist, dass sie das mal jemand sagt. Sie hat jetzt die ganze Woche Streit gesucht, um dass man dann natürlich auch eine Veränderung braucht. Da kannst du ja nicht nur die Zicke die ganze Zeit sein, die komplett Drama macht, sondern musst ja den riesengroßen Umschwung haben. Und das, finde ich, hat sie heute perfekt eingefädelt. Vielleicht ist sie ja jetzt so, dass sie da drüber steht. Gar keinen Fall. Tim hat auch keine Nerven mehr, über Mike und Kim zu sprechen. Und das kommt von jemandem, der nichts lieber macht, als anderen Leuten beim großen Geschäft zuzuhören. Noch Fragen, Kim? Da spricht Leila was an. Es wirkt so, als hätte Kim sich einfach alle Staffeln Dschungelcamp angeguckt und daraus eine Komplettlösung erstellt. Jetzt, wo die Leute abstimmen, ob man bleibt oder gehen muss, kommt diese 180-Grad-Kehrt. Alles schön und gut, aber dass es ein reiner Zufall ist, jetzt wo es aufs Finale zugeht. Entschuldigung, aber das ist unwahrscheinlicher als Bea Fiedler als Gesicht einer Anti-Raucher-Kampagne. Ja, ist so. Wir sagen euch heute wieder, wer das Camp verlassen muss. Wie sehr riecht ihr euch selber eigentlich mittlerweile? Oh, riechen? Ja, wie riecht ihr? Also, sag bitte nicht. Stinke ich manchmal? Ja. Felix! Hey! Wir haben heute sehen können, dass du ein bisschen kleinen Durchhänger hattest. Du bist es vielleicht. Felix könnte, wenn er wollte, am meisten riechen. Also er hat auf jeden Fall das Talent, einen guten, abgehangenen Handkäse zu spielen. David, du musst vielleicht das Camp verlassen. Und es ist David. Oh. Tschüss. Ciao. Ciao. Alles gut. Das finde ich schlimm. Vielleicht liegt das echt an der ganzen Geschichte von heute. Und das Imperial, also das ehemalige Versace Hotel, hat schon überall die Klimaanlage auf maximal gestellt, damit die Frauen keine offenen Schuhe tragen. Oh Leute, ich glaube, da haben wir echt eine spannende Finalwoche vor uns. Deswegen ganz wichtig, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Wie verrückt wäre das, wenn wir es tatsächlich schaffen, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, die 180.000. Ist auf jeden Fall eine Challenge, aber hier,
accepted. Freue mich sehr über ein Abo. Und wenn euch mein Video gefallen hat, auch über einen Daumen nach oben natürlich. Jetzt bin ich richtig gespannt. Was sagt ihr? Liegt David komplett falsch? Oder sagt ihr, man muss auch Rücksicht auf andere Menschen nehmen? Und wenn es die stört? Bin richtig, richtig gespannt, was er sagt. Gestern hat Sonja Zietlow so deutlich wie noch nie gesagt, Kim Virginia muss raus. Hier gibt es das komplette Interview. Und hier meine Reality Top 5. Spoiler, Lukas Kordalis und das Dschungelcamp-Gate sind auch mit dabei. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall zum Dschungelcamp. Und bis dahin hier.